Freunde. Und das ist das Welt crazy. Und das ist übrigens, ja, das sind die Sachen. Und das sind so zwei Blush-Paletten und so Liquid Highlight. Und ja, ich bin gerade voll aufgeregt. Oh Gott, ich traue mich gar nicht. Okay, und jetzt? Ich muss irgendjemand fragen, ob jemand ein Foto von mir macht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute die Sachen, die es ganz neu gibt bei der Drogerie. Und ich bin gerade, mir ist gerade die Stimme so ein bisschen weg, weil ich bin sehr aufgeregt, denn ich zeige euch heute etwas ganz Besonderes und ich erzähle euch auch von zwei ganz besonderen, den besondersten Kooperationen, die ich bisher in meiner YouTube-Laufbahn hatte. Und ja, es ist tatsächlich alles Drogerie und wir legen gleich los. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist eine Kooperation mit Catrice. Und zwar ist es auch eine neue. Und zwar haben sie, vielleicht habt ihr das ja schon im DM, im Rossmann oder bei Müller gesehen. Und zwar mein Gesicht. Ich probiere mich die ganze Zeit so cool zu verhalten, aber Leute, ich bin so nervös und so aufgeregt. Ich kann es nicht glauben. Ich gehe in jeden DM, an dem ich nur vorbeilaufe, gehe ich überall rein und suche überall mein Gesicht, weil das ist ein unbeschreibliches Gefühl und es ist begrenzt, denn dieses Produkt ist eine limitierte Edition und solange wie es diese limitierte Edition gibt, so lange gibt es mich nur beim DM zu sehen. Und es ist für mich so eine Besonderheit, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ich glaube, man kann sich das am besten so vorstellen wie, stell dich mal vor, ein Bild von euch ist in jeder Drogerie in Deutschland und in weiteren 34 Ländern. Das ist einfach, ja, unbeschreiblich, aber ich will euch nicht weiter nerven. Ich will euch einfach mal zeigen, wie die Produkte aussehen, die ich auch dann benutzt habe für dieses Bild, das ich gemacht habe. Ich habe mich dort sehr leicht, sehr natürlich geschminkt, absichtlich. Aber ich habe verwendet diese schöne Palette. Und zwar, also das ist so schön, ich war die erste Content Creatorin, die diese Palette austesten durfte. Und zwar ist es hier in einem Guss Highlighter, Blush und Bronzer. Und man kann das auch in einem auftragen oder natürlich jeweils getrennt. Und deswegen sieht das schon so hier benutzt aus, weil ich habe das natürlich schon letztes Jahr sogar verwendet, als ich das Foto gemacht hatte. Und auf jeden Fall gibt es diese Palette noch in so einem pinkigen Ton. Die Sachen gefallen mir sehr gut. Ich bin generell wirklich ein Catrice-Fan. Ich wurde noch von keinen Produkten enttäuscht. Es gibt jedes Mal so viele neue Sachen. Ich war auch im Januar auf einem Event. Catrice ist eine Marke in der Drogerie, muss ich sagen, die richtig qualitativ abliefert, die mit dem Trend total mitgehen. Die haben immer die neuesten Sachen. Ich bin auch nach jedem Event total begeistert, was sie wieder auf die Beine gestellt haben, was sie Neues entwickelt haben. Und deswegen, ich war einfach so glücklich, als sie mich gefragt haben, ob ich damit zusammenarbeiten möchte. Und ich habe eigentlich unabsichtlich, aber ich habe sehr oft immer Catrice-Sachen gezeigt. Es ist euch sicherlich auch aufgefallen. Mir hat schon vor einem Jahr oder so jemand geschrieben, Catrice muss man mit dir zusammenarbeiten, so sehr, wie du sie auf deinem Kanal promotest. Tatsächlich. Also ich wusste gar nicht, wo mich das hinbringt, aber es ist total ehrlich und ja, ich mochte Catrice und deswegen war das für mich einfach nur perfekt. Ich habe sofort Ja gesagt und bin einfach sehr glücklich. Und ich bedanke mich von Herzen, dass ich dieses Gesicht sein darf, die jetzt beim DM überall ist. Und Rossmann und Müller, oh mein Gott, ich komme nicht klar. Auf jeden Fall, wie gesagt, war ich beim Catrice-Event und dann haben wir ganz viele neue Sachen bekommen. Ich probiere jetzt alles ganz schnell euch irgendwie zu zeigen, nichts vergessen und vielleicht auch nicht zu wenig dazu zu sagen. Wobei, das ist ja nicht so mein Problem normalerweise. Und danach komme ich zu einer Sache, die auch eine Bombe war im Januar und immer noch ist. Erzähle ich euch gleich. Also auf diesem Catrice-Event, bleib hier, haben wir wieder so viele Sachen vorgestellt bekommen. Also ich würde wahrscheinlich noch morgen hier sitzen, wenn ich euch alles zeigen würde. Deshalb habe ich meine absoluten Lieblinge rausgepickt, wo ich auch weiß, ich kann diese Produkte wirklich jeden Tag einsetzen und die möchte ich euch jetzt unbedingt zeigen. Einfach alles durcheinander und zwar einmal die Palette Light in the Box und zwar ist es eine Highlighter-Palette und wir haben natürlich bei dem Event alles geswatcht. Die Sachen, die ich hier habe, sind auch teilweise schon angedatscht.
Das ist eine so schöne Palette. Und ich muss wirklich sagen, Catrice ist Drogerie, aber es kann wirklich mit High-End mithalten. Und deswegen liebe ich die Marke auch schon so von Anfang an. Da sind hier wunderschöne 5 Highlighter. Danach geht es weiter mit einer Lidschattenpalette. Und zwar Professional Artist Eyeshadow Palette. Hier muss ich sagen, auch der Hammer. Die Farben gefallen mir so, so gut. Es sieht gerade alles ein bisschen heller aus, weil die Softboxen hier und die weiße Wand insgesamt ist sehr hell. In Wirklichkeit ist auch die Lidschattenpalette ein Ticken dunkler. Was ich hier einfach super finde, dass es hier einfach matte und schimmernde Töne gibt. Es gibt sowohl einen ganz hellen Ton wie auch einen dunklen. Das heißt, ihr könnt die unterschiedlichen Looks damit schminken. Natürlich hier und auch diese Rottöne dabei. Falls ihr grüne oder braune Augen habt, sieht das super, super schön aus. Und das fand ich wirklich mega, muss ich sagen, weil ihr nehmt eine Palette mit und habt gleich ganz viele Farben. Ich benutze auch eigentlich nur noch Paletten für Lidschatten, muss ich gestehen. Und eine Palette, die ich auch so, so toll fand, war die California in a Box Palette. Und zwar Bronzer und Blush Palette. Und ich liebe Bronzer und auch Blush. Seit neuestem, seit der Kooperation, bin ich richtig da reingekommen. Habe immer mehr Blush benutzt und immer mehr ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch sehen könnt. Habe es sehr leicht aufgetragen. Auf jeden Fall, diese Palette finde ich auch einfach nur Hammer. Mir gefallen die Farben so, so gut. Hier gibt es einen aschigen Ton zu... einen aschigen Ton zum Konturieren, auch einen warmen Ton zum Bronzen, einen schimmernden Blush und einen matten Blush und einen richtig hammergeilen Highlighter in so einem Champagnerton. Auch hier, wenn ihr verreist oder einfach mal so für jeden Tag etwas braucht, ist das die perfekte Palette, denn hier ist einfach alles drin. Das, was mich natürlich auch total umgehauen hat und worüber ich mich so gefreut habe, sind einmal neue Prime & Fine Sprays. Und zwar habe ich ja bereits schon eins mit so einer lilanen Verpackung schon einmal aufgebraucht oder schon zweimal. Also ich liebe das Setting Spray von Catrice, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Water Glow Trend, und zwar Illuminating Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray. Das heißt, wenn ihr euch das auftragt, dann habt ihr nicht nur euer Make-up fixiert, sondern ihr habt auch ein Glow verliehen, und das ist einfach der Hammer. Und das ist einmal mit einem matten Finish, auch Prime and Fine Anti-Shine. Also falls ihr eine ölige Haut habt, dann wird das für euch die richtige Wahl sein. Dann gibt es außerdem noch Light Correcting Serum Primer. Und Serum Primer ist einfach nur perfekt, weil während eure Haut geprimed ist, ist sie auch noch gepflegt. Und das ist hier so ein goldiger Schimmer. Das heißt, ihr habt sogar einen Glow, wenn ihr eure Haut damit primet. Manchmal, wenn ich zum Beispiel so Produkte wie das hier zeige, denke ich mir, krass, das gibt es mittlerweile in der Drogerie. Wahnsinn. Was ich auch sehr, sehr cool fand, ist einmal ein Lip Treatment von Catrice. Und zwar mit Shea Butter. Oder Shea Butter, ich weiß nicht mal richtig, ob ich das richtig ausspreche. Ein Lip Balm, und ihr wisst ja, wie ich Lip Balms liebe. Ich komme mal weiter nach vorne zu euch. Ihr wisst ja, wie ich Lip Balms liebe und auch brauche und ohne nicht leben kann, weil ich immer trockene Lippen habe. Und deswegen fand ich das sehr, sehr cool. Gab es bisher ja auch nicht, wenn ich auf dem richtigen Wissensstand bin. Was ich auch so cool fand, ist ein Loose Powder. Und zwar in Gelb, so eine Art Bananenpowder zum Setten, Yellow Matte. Das heißt, es highlightet auch. Und zum Beispiel, wenn ihr damit eure unter den Augen den Concealer settet, dann wird das schön gehighlightet, und das finde ich mega toll. Ich habe das noch nicht ausprobiert, also die ganzen Neuigkeiten, die habe ich noch nicht ausprobiert. Bis auf ein paar wenige, aber das werde ich immer dazu sagen. Aber das ist so vielversprechend. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Und dann nochmal Brow Hero 2-in-1 Brow Pomade und Camouflage. Hammermäßig. Man hat ein Döschen dabei und man kann einmal die Augenbrauen korrigieren oder auffüllen. Und zum anderen kann man das schön konturieren und schön unten drunter und oben drüber das richtig verfeinern, die Form richtig präzise machen. Und das finde ich einfach Hammer. Ich habe das in 2 Farben bekommen. Die Farbe, die ich behalten habe, ist So Gigi, weil das so ein aschigerer Ton war. Und ich glaube, das passt besser zu mir. Apropos nur behalten. Ich zeige euch mal die Tüte, die ich hier noch habe. Leute, ohne Spaß, ich kann das fast nicht halten. Ihr seht, die ist so schwer und ganz voll. Bis hier ist sie voll. Ich kann das wirklich nicht halten. Da sind alle Produkte, die es neu gibt bei Catrice. Und die werde ich natürlich alle an euch verlosen. Schaut am besten unten in die Infobox, was ihr dafür tun müsst. Also ich habe gedacht, ich verlose es an 10 Leute. Und dann habe ich gedacht, oh Gott,
Ich verlose es einfach an eine Person und sie kann es dann in ihrer Familie und Freundeskreis überall verschenken und weitergeben. Und ich hoffe, dass ihr euch mega darüber freut, dass sie da was zu gewinnen gibt. Ich gebe euch so gerne was ab, aber es ist so schwer, sich zu entscheiden. Deswegen werde ich es einfach nur logischerweise und auch fairerweise verlosen. Aber dazu mehr in der Infobox. Dann gibt es noch neue Mascaras natürlich, und zwar Lash To Kill Pro Instant Volume Mascara. Volume Mascara bin ich immer dabei, finde ich immer gut. Und ja, die Mascaras von Catrice, die Wimpernduschen, die sind ja sowieso eigentlich sehr bekannt. Ich glaube sogar, die Glam & Doll Mascara ist die mit bestverkaufteste in der Drogerie überhaupt Mascara. Also meistverkaufteste Mascara in der Drogerie. Was ich auch sehr, sehr cool finde, eine schöne Innovation, und zwar einen Concealer. Und zwar 8D Liquid Coverage Concealer, wie meine allerliebste Foundation von Catrice. Dazu gibt es jetzt einen Concealer, und ihr könnt euch vorstellen, wie krass deckend der ist. Und das Perfekte ist hier einfach diese mini kleine Applikator. Guckt mal zum Vergleich. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Hautunreinheiten habt, könnt ihr das punktuell auftragen. Oder ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr euren Lidschatten, wenn ihr euch so einen Cut Crease schminken möchtet, da könnt ihr das damit perfekt abtrennen und vorbereiten. Wenn ihr damit Unreinheiten abdecken möchtet, dann nimmt es am besten in der gleichen Farbe, in der auch die Foundation ist, damit es nicht auffällt. Bei mir ist es zum Beispiel Sand Beige. Dann gibt es noch eine neue Mascara. Rock Couture Extreme Volume Mascara. Lifestyle Proof. 24 Stunden Halt. Ja, sieht auch mega aus, diese Mascara, mit einem dicken Gummibürstchen, und oh, ich würde mir am liebsten alles auf einmal auftragen. Falls ihr irgendwas davon schon habt, dann schreibt mir unbedingt in die Infobox, wie ihr das so findet. Lippenprodukte. Und ich finde, das macht Catrice auch richtig, richtig gut. Also vor allem die Matten. Ich habe hier zum Beispiel zwei neue Farben. Und zwar Matte Lover Lipstick Pen. In der Farbe einmal Top with Cinnamon. Das ist so ein bräunlicherer Ton. So ähnlich, wie ich den gerade drauf habe, nur der ist so ein bisschen aschiger zu dem, den ich gerade drauf habe. Sage ich euch gleich was? Und der andere Ton, den ich hier habe, ist So Bordeaux. Und das ist wirklich so ein schönes Dunkelrot. Wie gesagt, ich habe hier noch sehr viel zu zeigen, deswegen werde ich es nicht swatchen. Aber ich kann so gerne einen Make-up-Look dazu schminken mit all den neuen Produkten, die ich euch zeige. Lasst es mich einfach nur in den Kommentaren wissen, dann werde ich das direkt nächste Woche spätestens abdrehen. Und noch für die Lippen. Und das hat mich so umgehauen. Das ist so fast das Beste, was es bei diesem Catrice-Event gab. Ich bin einfach wirklich total hin und weg. Und zwar sind das diese Lipglosse. Und die sind, also die heißen Prisma Lip Glaze. Und die liebsten Farben, die ich hier rausgesucht habe, ist einmal Princess Peach und das andere Enchained Gold. Und die beiden werde ich euch auf jeden Fall swatchen. Also die Zeit muss ich mir nehmen, weil ich sag's euch, das ist einfach nicht normal, wie cool das ist. Das sieht zwar erstmal so ein bisschen abgespaced aus. Man denkt sich so, okay, wo soll ich das hin anziehen? Aber glaubt mir, das sieht so hübsch aus auf den Lippen. Das ist auf jeden Fall wert, es auszuprobieren oder über einen Lippenstift aufzutragen, weil es einfach nur der Hammer ist. In der Kamera sieht das jetzt sehr blaustichig aus. Aber auf den Lippen ist es einfach nur wunderschön. Und falls ihr vielleicht auch mir auf Instagram folgt, dann habt ihr in der Story auf jeden Fall diese Lippenstifte, diese Lipglosse auch aufgetragen gesehen. Denn ich habe hier in meiner Schublade natürlich feuchte Tücher. Oh mein Gott, bin ich gut organisiert. Nur noch zwei Sachen. Es gab wirklich so viel und ich habe gerade nur vielleicht ein Zehntel ausgesucht hier. Ach, noch weniger. Dann wollte ich noch zeigen, das sind lose Lidschatten bzw. Pigmente, was auch einfach nur der Hammer ist, oder? Also wie cool ist das? Lose Eyeshadows. Und ich habe hier eigentlich so Bronzetöne behalten, so Erdtöne, goldige Töne, weil das gefällt mir am liebsten und damit kann ich auch einfach am meisten was anfangen mit meinen blauen Augen. Das mag ich einfach am liebsten. Und das allerletzte, was ich noch zeigen möchte, ist Rock Couture Liquid Liner, und zwar in so einem Rosé Metallic Ton. Und wie cool ist das, oder? So als Topper. Boah. Entweder im Innenwinkel oder als Lidstrich oder über einen schwarzen Lidstrich. Einfach nur der Hammer. Und davon gibt es auch mehrere Farben. Und schon allein das Packaging ist ja mal der Hammer. Und weiter geht's mit der nächsten Bombe. Oh mein Gott, ich war in dem Maybelline Werbespot. Ah.
crazy. Und das auch im Januar. Und es ist einfach... Also, ich komme gar nicht klar damit. Ich zeige euch das jetzt. Also, Maybelline hat neue Superstay Matte Ink Lippenstifte rausgebracht. Das sind Liquid Lipsticks. Oh Gott, wie halte ich die jetzt? Ich bin so aufgeregt. Kann ich mal Lippenstift halten? Ich zeige euch jetzt stellvertretend nur diese drei Töne. Es gibt insgesamt noch viel mehr, auch dunklere Töne. Ich war noch mit anderen Bloggern und YouTubern zusammen mit Maybelline in Krefeld. Auf jeden Fall haben wir zusammen gedreht und jede von uns war das Gesicht von einer Lippenfarbe. Die Farbe, die ich auf den Lippen hatte, heißt Driver und das ist so ein Nude, ein sehr helles Nude. Für mich war das etwas ungewohnt, weil so krass nude Töne trage ich normalerweise nicht. Aber es war trotzdem cool, es hat gepasst. Vielleicht habt ihr den Werbespot auch schon gesehen, der wird nur online gezeigt und auch nur für eine bestimmte Zeit. Aber es war auch so cool und ich bin so froh, dass ich die ganzen Mädels auch kennenlernen durfte. Das ganze Set, es war also war schon eine schöne Erfahrung. Ich weiß gar nicht, wie ich euch den Spot zeigen kann. Vielleicht kann ich irgendwie was davon einblenden, wenn nicht. Dann habt ihr das vielleicht jetzt gerade vor diesem Video gesehen. Das wäre ja oberkrass, wenn die Werbung jetzt vor meinem Video gelaufen wäre. Das ist ja die Besonderheit überhaupt. Und auf jeden Fall trage ich jetzt gerade auf den Lippen meine Farbe drunter. Meine Farbe natürlich. Ich trage Driver hier unten drunter und drüber trage ich Amazonian. Und ich glaube, weil sie so stark deckend sind und so stark pigmentiert hat, die Farbe ist natürlich total diese überdeckt, die man sieht man gar nicht mehr. Also, das sind matte, also Liquid Lipsticks, aber die trocknen die Lippen nicht aus und die Farben sind wirklich super pigmentiert und halten auch sehr lange. Natürlich, wenn man etwas Fettiges isst, trinkt, wie auch immer, nutze ich das irgendwann mal von innen ab, aber... Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und ich bin auch sehr froh, dass für mich auch eine wirklich Ehre, mit Maybelline zusammenzuarbeiten, dass sie auch mich ausgesucht haben, dass ich bei diesem Werbespot dabei sein durfte. Das war einfach nur, wisst ihr, man kann sich das gar nicht vorstellen, irgendwie so vor 1-2 Jahren könnte ich mir das nicht mal vorstellen. Und jetzt passiert das irgendwie alles auf einmal und ich bin total überwältigt und weiß es sehr zu schätzen und bin so... unendlich dankbar und glücklich darüber, wirklich danke euch, weil würdet ihr nicht alle so fleißig meine Videos schauen und mich so positiv supporten, unter jedem Video so nette Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht, ob Maybelline oder Catrice oder irgendwer überhaupt auf mich gekommen wäre, deswegen können wir diesen Erfolg, kann ich mit euch teilen oder habe natürlich auch euch zu verdanken. Und dann zeige ich euch noch gerne, was ich noch mehr habe von Maybelline. Und zwar habe ich so ein Paket bekommen. Es gibt hier eine neue LE und zwar in Zusammenarbeit mit Gigi Hadid. Und zwar gibt es hier einmal einen Lip Liner und einen Lippenstift. Oh mein Gott, habe ich mich gefreut, because this is red. Und ich liebe rote Lippenstifte, das wisst ihr ja. Und den habe ich noch nicht anprobiert. Den wollte ich euch noch vorher zeigen, riecht gut. Also einen Lippenstift und ein Lip Liner dazu zum Rausdrehen. Perfekto, weil ich immer den Spitzer suche. Ich finde das Packaging schon mal sehr, sehr schön. Dieses matte Rosé, dieses Nude ist sowieso my love. Dazu habe ich auch bekommen eine Wimperntusche und zwar Gigi Hadid Lash Sensational Mascara. Lash Sensational Mascara, das war doch ewig lang meine liebste Mascara. Oh, wie cool, da freue ich mich sehr drauf. Oh ja. Das Bürstchen sieht so ein bisschen kürzer aus als die Bürstchen, die ich sonst habe. Cool. Bin ich sehr gespannt. Und die andere Sache, die ich noch bekommen habe, ist diese Lidschattenpalette. Und zwar mit diesen Farben hier drin. Wieder schimmernd und matt in so einem Rosé, Champagnerton, goldigeren Ton. Und falls ihr tatsächlich möchtet, dass ich einen Look dazu schminke, dann... schreibt mir auch, welche Produkte ihr in dem Make-up-Tutorial gerne sehen möchtet. Und weiter geht's. Oh Gott, das wird schon wieder so ein langes Video. I'm so sorry, ladies. Aber ich habe immer so viel zu zeigen und zu erzählen, wisst ihr? Und ich habe so vermisst. Deswegen würde ich am liebsten nur stundenlange Videos drehen. Und dann bei dem Catrice-Event gab es auch so einen Extra-Raum. Und als Überraschung wurden uns auch die Neuheiten von Love präsentiert. Love und Catrice sind ja sozusagen Schwestern. Und auf jeden Fall bei Love gab es auch neue Produkte. Zum einen gab es neue Lippenstifte in diesen Farben, die ich jetzt nicht auspacken werde, sonst wird das Video nie fertig werden. Und dann außerdem, oh mein Gott, das musste ich euch auf jeden Fall zeigen. Und zwar hier. Einmal gibt es einen 3-in-1 Matte Fix Spray und einmal ein Aura Glow Primer. Und
You know, I love it. Packaging aus Glas finde ich sehr, sehr gut. Also einmal ein Fixierspray. Love it already. Von Fixiersprays und Primern kann ich nie genug bekommen. Und da bin ich auch so offen, um es auszuprobieren. Da bin ich immer so gespannt drauf. Und das ist einmal der Glow Primer. Glow Primer, oh yeah. Habe ich noch nicht ausprobiert, möchte ich unbedingt. Also das Packaging ist schon sehr hochwertig. Also das könnte auch wirklich beim Douglas stehen. Und was ich auch so schön fand, oh mein Gott, guckt euch mal die wunderschöne Verpackung an. Hammer, oder? Dieser leichten Marmoroptik und dieser pinken Ecke hier finde ich sehr, sehr, sehr schön. Nude Shades of Love Eyeshadow Palette. Guckt euch das mal an. Also hier sind alle Namen drauf. Hello. Soll ich irgendwas noch dazu sagen? Oder wollen wir einfach mal uns die Palette anschauen? Abgesehen davon, was für ein geiler Riesenspiegel. Oh mein Gott. Selbst wenn ich diese Lidschattenpalette nicht benutzen werde, werde ich sie wahrscheinlich immer mitnehmen, weil es der größte Spiegel ist, den ich in irgendwelchen Produkten habe. Einfach nur perfekt. Hier sind drinne matte Töne, um das Augenlid vorzubereiten oder auch hier im Außenwinkel zu verdunkeln. Schimmerige Töne, glitzernde Ton. Oh mein Gott, ich freue mich so darauf. Also wenn ich euch einen Look schminke, würde ich am liebsten diese Palette benutzen. Und die sind auch schön groß, schön platziert. Also das sieht schon hochwertig aus, muss ich sagen. So, danach kommen wir zu L'Oreal. Und L'Oreal ist auch so cool. Seitdem ich mit denen, mit diesen Glow Peelings zusammengearbeitet habe, sind die so nett und schicken mir ständig neue Pakete. Und ich finde das so cool, weil natürlich zählt es zu meinem Job dazu, aber so kann ich euch auch die Sachen zeigen, die so neu auf den Markt kommen. Und so bin ich up to date und auch ihr. Und ich probiere die Sachen aus, wenn ihr das wünscht. Also, was gibt es hier ganz neu? Das hier. Das sind ja immer so Produkte oder so Päckchen, die ganz viele Content Creator bekommen. Ich habe das zum Beispiel schon bei der Nina Pelican Bay in ihrer Insta-Story gesehen. Und zwar ist es einmal Infallible Pore Refining Primer, Infallible Mattifying Primer, um das Gesicht abzumattieren, Infallible Luminizing Primer für den Glow und einmal Infallible Anti-Redness Primer. Auch sehr, sehr gut. Ich habe gemerkt, ich habe die roteste Stelle im Gesicht immer hier. Nase und um die Nase herum. Und das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Dann, wie cool ist das? Concealer. Und zwar auch Infallible 24 Stunden Concealer Pomade. Ich beeile mich so sehr. In der Farbe Light und Light Medium. Und das wird auch perfekt sein. Und die Infallible 24 Stunden Foundation ist meine liebste von L'Oreal. Das ist in dieser länglichen Tube, weil die Farbe sehr gut passt, weil die Deckkraft mega gut ist, die Haltbarkeit, alles. Also wenn ich euch aus der Drogerie, wenn ihr meine Lieblingsfoundations aus der Drogerie euch anschaut, dieses Video, dann zeige ich euch diese Foundation auch dort. Und das ist der Concealer dazu. Das heißt, der ist sicherlich auch super deckend und darauf freue ich mich so, 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 so sehr. Dann hat mir L'Oreal noch was geschickt und das wird auch das letzte sein für dieses Video. Ich habe hier noch mehr Sachen, aber die anderen Sachen, die habe ich mir alles selber gekauft. Und die zeige ich euch in einem anderen Video, because das ist schon wieder, bei einer halben Stunde bin ich schon wieder. Und das ist das Einzige, was nicht Make-up ist, sondern was für Haare. Und zwar ist es das hier. Das habe ich euch schon in meiner Insta-Story gezeigt. Und zwar ist es die Botanicals Fresh Care Serie, und zwar Lavendel. Einmal gibt es hier die hydratisierende Pflege-Shampoo, Spülungsbalsam, 98% natürlichen Ursprungs. Ohne Sulfate, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe, vegan. Eine Haarmaske, eine Kopfhautpflegelotion für empfindliche Kopfhaut mit ätherischem Lavendelöl für eine Massage der Kopfhaut mit beruhigenderer Wirkung. Vor dem Shampoo anzuwenden, ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Farbstoffe, vegan. Also, das finde ich einfach nur sehr, sehr schön. Meine Kopfhaut neigt ja so schuppig und trocken zu werden. Vor allem im Winter habe ich immer wieder damit zu kämpfen. Vielleicht wird das hier endlich die Lösung sein. Mir haben auch einige von euch schon auf Instagram geschrieben. Übrigens auch Holestas Welt. Wir haben schon einige geschrieben, dass sie diese Serie verwenden und sie sehr, sehr gut finden. Und deshalb freue ich mich sehr, sehr darauf. Also, ich bin ja eine Blondine. Das heißt, ich verwende sehr oft und sehr viel Silbershampoo. Sonst
geht nicht, würde ich auch jeder Blondine empfehlen. Bitte benutze Silbershampoo. Aber ich benutze nicht bei jeder Wäsche Silbershampoo und deswegen für dazwischen ist es so eine schöne Pflege, ist einfach sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr, sehr darauf und wenn ihr schon sagt, dass es gut ist, dann muss es doch gut sein, oder? Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr einen Look dazu haben möchtet und wenn ja, welches Produkt eurer Meinung nach sollte auf jeden Fall dabei sein. Falls ihr diese fette Tüte gewinnen möchtet, dann schaut unbedingt, da sind auch von Love Sachen drin, also von Love und von Catrice. Das hat bestimmt, es wiegt bestimmt 5 oder 6 Kilo, ungelogen, Schminke. Also, wenn ihr das gewinnen möchtet, dann schaut in die Infobox, da schreibe ich alle Bedingungen rein. Außerdem zeige ich euch jetzt gerade, wie der Aufsteller aussieht, wo mein Gesicht drin ist, welche Produkte dort sind. Und einen habe ich bekommen zur Erinnerung oder um euch zu zeigen. Und einen zweiten werde ich auch verlosen. Das heißt, schaut dazu auch in die Infobox, falls ihr das gewinnen möchtet. Ich danke euch von Herzen fürs Zuschauen. Ich danke euch für eure Treue, für eure positive Energie. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich euch habe. Ich sehe nicht so selbstverständlich. Ich freue mich auch riesig darüber, dass verschiedene Marken mit mir zusammenarbeiten wollen. Ich sehe auch das nicht als selbstverständlich. Es ist für mich sehr besonders und ich werde mich weiterhin sehr bemühen, dass ich auch diese Qualität halten kann und auch irgendwie ja, interessant bleibe. Und jetzt war es das mit dem Video. Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt in den Kommentaren. Ich liebe es, mit euch zu schreiben. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Liebe. Tschüss!